Ach ja, so, wo kommen wir jetzt hin? Muss mir leider was. Oh, geht nicht, okay. Whitley, wo bist du hin? Da ist er. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Für Kinder ist das eine hohe Wissenschaft, Weekly. Eine sehr hohe. Potato Power. Leider können wir uns nicht lesen. Problem, Hypothese, Prozedur, Data, Materials, Konklusion. Und hier? Veggie Voltage. Ja, Kartoffel. Oh, die ist ein bisschen drüsch. Ein bisschen. Electricity from a potato. Yes, totally. Wow. Hypnosis. Mit einem pinken, was ist das? Keine Ahnung. Potato battery, not a lemon. Potato battery versus lemon battery. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir sehen, was den Unterschied macht? Nee, das ist auch alles schon ein bisschen schimmelig. Wird dementsprechend auch nicht mehr funktionieren. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Can you make... Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Baking Soda. Material. Is it possible? Making a Baking Soda Vulcano. That is a... Boah, ist das schwer zu lesen. Is a total Vulcano. Naja. Hat auf jeden Fall geklappt. Mach mal Licht hier. Man kann das ja gar nicht erkennen. Fluxkompensator oder was? Oder das erste Portal? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Naja, die meisten Kartoffeln sehen nicht mehr so gut aus. Also die ist wirklich irre hier. Das ist, ja, muss man schon sagen. Was haben wir denn hier noch? Nichts weiter. Hier könnte man weitergehen. Ich habe hier was im Hinterkopf. Aber ich sehe es nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Einen bestimmten Namen. Steht hier irgendwo ein Name? Er kommt wieder zurück. Nur bei da hinten macht er kein Licht, ne? Das ist ein bisschen interessant. Sehr interessant. Ja, ich kann es jetzt leider nicht mehr finden. Hier steht irgendwo, habe ich im Kopf, der Name Chell. Und wer ist Chell? Wer weiß es? Wer weiß es? Vielleicht kommt das auch noch, aber ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Warte mal. Hier? Nein, hier kommt nichts mehr. Na gut.
dann gehen wir halt weiter. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Na, da bin ich mir bei dir nicht so sicher. Siehst du schon, dass ich verlaufen ist. Okay, hier lang. Ich hab's mitgekriegt, mein Freund. Ich hab's mitgekriegt. Ich war mir sicher, dass da irgendwo Chelt steht. Bei diesen Kinderexperimenten. Ich hab's aber jetzt echt nicht gesehen. Naja. Egal. Schwamm drüber. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ja. Die Idee ist nicht ganz falsch, Luigi. Die Idee ist nicht ganz falsch. Ach, das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren Sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Oh. Aua. Hui. Ich mag die Türme. Auch wenn sie immer auf mich schießen. Laser. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Boah. Nein, nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, das ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Ja, ja. Hack du mal weiter. Die Spiele beginnen. Nö. Ich mach derweil mal diesen da. Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Kriegst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Es wird immer weniger. Mach weiter. Nervengift bei 0%. Ja! Warte! Oh oh! Warnung! Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Oh oh! Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich zu dir komme, weil hier ist Glas. Aha, so kommt er. Wow, yay! So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Aber hallo, das ist super geil. Yeah. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komm nach. Naja, ich kann ja eh nicht lenken.
Okay, ich bin wohl am Ziel. Dann gucken wir mal. Ich dachte, sie hätte überall aufgeräumt. Hat sie ziemlich offensichtlich nicht. Geht das auf? Nein, es geht nicht auf. Dann gehen wir hier weiter. Wow. Wow. Okay, da kann ich ein Portal dran setzen. Ich hoffe, es ist über der Leitung da. Es war keine Leitung. Pff, na gut. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Ich hatte keine andere Wahl. Wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Verdammt! Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Die Toilette trifft sich gut. Ich muss nämlich mal. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Oh, du warst beschäftigt. Ja. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Oh, brauche ich nicht. Hallo? Hi. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Nö. Wir machen einfach... Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein! PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Ausland-PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt, nicht so schnell. Ey! Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Meinst du? Nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast was viel wichtiger. Ich nehme einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Ah! Hat gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. Bin schon da. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! 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 Naja. Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Ja. Perfekt! Das Problem ist, ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool!
Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Oh. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Nein. Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Redst du mit mir? Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Hirn festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ey, ich bin auch hier drin, ja? Oh. Verdammt. Weekly, was tust du?